The Atlantic Ocean. For centuries, its blue expanse beckoned sailors, some to high adventure and others to peril. We will never know their fates, for they disappeared into history. Those who vanished left behind sunken ships resting on the ocean floor. We call these doomed vessels the Ghost Fleet of the Atlantic. My story starts with my father, Morgan Powell. He is a scientist and a sea explorer. He has survived the oceans for over 25 years, and now he's missing. He was last seen somewhere off the coast of North Carolina, where he said he had made an important find. Of what, I don't know. I've tried to reach him for days, but no one answers. My name is Fiona Powell. I am an explorer for National Geographic. My father is the most important man in the world to me, and I'm going to find him. Und damit herzlich willkommen bei einem weiteren Abenteuer von NatGeo Adventure, und zwar Ghost Fleet. Wir sind diesmal unter Wasser gestartet und ja, ich wünsche uns jetzt ganz viel Hoffnung und Spaß und ja, dass das Ganze nicht so anspruchsvoll wird wie der Teil davor. Und ja, weil sonst lasse ich das, weil ich habe mir ja hier diese Sammelbox von der ganzen Chose gekauft. Und wenn das hier nicht besser wird, dann müssen wir umsteigen, ne? Aber wir würdigen einfach mal das Ganze, indem wir einfach mal so nett sind und sagen, hey, wer hat denn da so alles mitgewirkt? Ne, diesen Leuten muss man mal danken. So... 3, 2, 1, danke. So, ja, dann können wir jetzt hier in das neue Spiel starten. Ja, ich möchte neu starten auf Standard und zeig mir mal, was hier so geht. Hi, I'm Clarissa. Let me introduce you to our worker team. When searching for lost ships, our greatest asset is the sonar. We use it to penetrate the ocean depths. The sound will bounce off a shipwreck and let you know its exact location. Let's try it now. Click any spot on the map to activate the sonar. Information that we gather from these shipwrecks will help us find the location of Dr. Powell. Ja, sie meinte gerade, mit dem Sonar können wir hier Sachen aufspüren, da... Try looking more to the south. This is a new shipwreck site. Du hast dein erstes Schiffwrack gefunden. Klicke auf den Pin bei den Namen, um dorthin zu gelangen. So, machen wir das mal. Wrack SS Atlantic, Passagierschiff, Objekte 10. Dann tauchen wir da mal. This is the wreckage site. As you can see, there are many items scattered around. You can expect something like this at every wreck you find. Although some of these items hold very little practical value, many have real historical value. Keep in mind that some of the items can also help you in finding Dr. Powell. I remember there was a wrench that we left here a few days ago. Let's try to find it. Ja, das ist deine erste Unterwasserszene. Unten rechts befindet sich eine Liste mit Objekten, die du finden musst, um die Szene zu vollenden. Manche Objekte, die gelb markiert sind, sind interaktive Objekte. Interaktive Objekte können eingesetzt werden, um andere Aufgaben zu lösen. Sie können mit anderen Objekten interagieren. Das einzige interaktive Objekt in dieser Szene ist die Rohrzange. Versuche sie zu finden. Da, dieser Stiefel ist ein Artefakt. Artefakte sind wertvolle Objekte, die nicht auf deiner Suchliste stehen. Wenn du diese Objekte findest, kannst du dir zusätzlich Boni freischalten. Klicke jetzt auf den Stiefel. You've just found an artifact. Look in your diving log for more information about it. Du hast einen neuen Bonusinhalt freigeschaltet. Schau dir deinen PDA an, um... Hier kannst du mehr darüber erfahren. Okay. So, dies ist dein persönlich digitaler Assistent oder auch PDA oder PDA, wie man es möchte. Hier findest du Informationen über die Schiffswracks, die du besuchst. Hast die Leute?
Ja, gut, die Betonung war jetzt voll für den Arsch. Hier findest du Informationen über die Schiffswracks, die du besucht hast. Die Leute, mit denen du zusammenarbeitest und Infos über zusätzliche Bonusinhalte, Rescreensaver und Wallpaper. Ha! Gut, dieser Stiefel gehört zu einem goldbeschichteten Stiefelpaar, wie sie im 19. Jahrhundert gerne als Preise für Kartenturniere auf Dampfern vergeben wurden. Die Stiefel gehörten wohl einem reichen texanischen Rinderbaron, der so viel Vertrauen in sein Glück beim Kartenspiel hatte, dass er wohl bei einer Partie Poker um seine Stiefel wettete. Dieses Artefakt schaltet ein Hintergrundbild frei. Okay. Ja, hier oben haben wir anscheinend unsere Tipps zur Verfügung und solche Artefakte sind nicht aufgelistet. Die müssen wir dann wohl selber finden. Ja, was ich sehr interessant finde, dass sie den ganzen Krempel hier suchen müssen und dass sie hier schon mal waren, aber wir das Wrack gerade neu entdeckt haben, das ist natürlich sehr interessant. Ich habe doch nur auf die Truhe geklickt, weil die geblubbert hat. Gut, wir brauchen eine Lampe, ein Boot, eine Briefmarke, eine Murmel, eine Rohrzange, eine Zigarre, eine Flasche, eine Muschel, eine Münze und ein Zylinder. Gut, da ist der Zylinder. Gute Arbeit, du hast ein Objekt von der Liste gefunden. Wenn du alle Objekte gefunden hast, ist die Szene vollendet. Wenn du Hilfe benötigst, kannst du dir einen Tipp geben lassen. Die Tippfunktion befindet sich oben rechts. Setze Tipps überlegt ein, denn ihre Zahl ist begrenzt. Alles klar. Eine Münze. Eine Flasche. Hey, eine Murmel. Die da? Wuhu. Wo soll ich hier eine Briefmarke finden? Ist doch unter Wasser. Ach, die hier, oder was? Ah. Vor allem, was für ein Boot. Ich meine, das Ding hier ist ein riesiges Boot. Jo. Was ist das da eigentlich? Ach, dieses Tippteil. Hä, was für ein Boot? Ich kann doch hier kein Mini-Boot finden. Eine Muschel. Die hier? Wuhu! Eine Flasche. Gut, das war nicht die Flasche, aber gut. Natürlich, das da war die Zigarre. Jo. Ne? Sah aus wie so eine große Münze. Das hier hinten? Nee. Ist da jetzt wirklich so eine kleine Münze gemeint? Boot, Flasche, Münze. Boot, Flasche, Münze. Das hier. Yay, wir haben eine Münze gefunden. Gut, aber noch eine Flasche und ein Boot. Was ist das da eigentlich? Wir werden die Rohrzange behalten. Ich bin mir sicher, dass sie noch nützlich sein wird. Du hast dein erstes interaktives Objekt gefunden. Interaktive Objekte werden in deinem Inventar aufbewahrt. In vielen Fällen werden interaktive Objekte dir helfen, neue Schiffswracks zu finden. Versuche jetzt, ein neues Wrack zu finden oder bleibe in dieser Szene und finde alle Objekte auf der Liste. Ja, ich würde gerne noch das Boot und die Flasche finden, bevor wir hier verschwinden. Ist es hier unten eine Flasche? Nee. Das ist aus wie so eine Schraube oder sowas. Ach Menno, ich find's nicht. Aber ich würde es so gerne finden. Oh, das ist doch gemein. Das ist auch keine Flasche. Nein, wo soll denn hier so ein Boot sein? Ach, das ist hier oben. Nein. Aber das sieht doch aus wie ein Boot, oder? Das sieht ja für mich aus wie ein Boot. Also jetzt hatte ich voll Hoffnung, dass ich hier mal was gefunden habe. Und der sagt mir, dass es da kein Boot ist.
Hat mir zugegebenermaßen jetzt nicht geholfen, weil ich immer noch über der Überzeugung bin, dass das da das Boot ist. Scheiße, wo ist das fucking Boot? Ach, okay. Hab das Boot gefunden, was wir jetzt mit uns mitnehmen. Ja, toll. Jetzt habe ich die Flasche dadurch aber immer noch nicht. Ach, die hier, ne? Wuhu, ich bin der Nuss, bin fertig.